Ja, servus und hallo, again ist der Marty. Wir zocken den Football Manager 23, unsere Tier 10 England Story. Und das letzte Spiel haben wir ja 3:1 gegen die Molbarton Wanderers gewonnen. Also ein Duell der Burton Park gegen die Molbarton Wanderers. Ein 3:1-Sieg für uns. Damit sind wir tabellenmäßig 10. 3 Spiele, 4 Punkte. Ja, hätte etwas besser ausschauen können. Sterling, unser sportlicher Leiter, ist auf der Pressekonferenz gewesen und war zufrieden mit dem Spielausgang. In der nächsten Runde müssen wir gegen Whitechurch United spielen. Am 1. Oktober. Dadurch Verlegung des Ligaspieltages. Finanzupdate, ja, wir sind schon in den Wiesen. Die Leistungsbeurteilung eine 2-. Und auch bei den Fans eine 3 plus. Naja, okay. Ein bisschen von den Leistungen von einigen sind sie nicht so einverstanden. Ross Adams zeigt, dass er ein absolut einflussreicher Spieler ist. Ist ja auch unser Captain. Dann gibt es einen Jugendabteilungsleiter. Das ist schön. Die Aufstellung setzen wir so um. Schauen wir gleich nochmal. Spieler der Woche ist Aaron King geworden. Das trifft uns jetzt aber weniger. Wir treffen jetzt auf die Kiddington FC Reserve. Kiddington ist Favorit. Ich wollte den Mitarbeiter. Also. Scouting. Neuverpflichtungen macht der Jugendabteilungsleiter. Das ist eigentlich ein Schmarrn. Neuverpflichtungen macht der Sportdirektor. Dafür haben wir den. Dafür haben wir den ja. Genau, das lassen wir hier alles so. Also das lassen wir alles so. So, die Kiddington FC Reserve ist in der Tabelle ja hinter uns. Also das brauchen wir jetzt auch uns nicht ansehen, dieses Spiel. Wenn also die Top-Spiele, wenn wir uns schon ansehen. Von den Einsatzzeiten. Ryan Nichols wieder im Spiel. Sein viertes. Ben Roberts 5-mal, Ross Adams 5-mal, der Captain aber hat 38, Magri, sein Partner in der Innenverteidigung 5-mal, auf der anderen Seite Tommy Barrell, der Linksverteidiger, auch hier 5-mal dabei gewesen, Olli Malders 5-mal, Harvey Brown heißt er, 5-mal, Wood, Rice King, unser letzter verpflichteter neuer Spieler, Carl Preston und Linton Karkatsch, der noch ohne Treffer spielt heute im Sturm. Verzichten müssen wir ja auf Spillane Davis, angeschlagen, hat er die letzten Spiele im Sturm bestritten. Nicht im Kader ist Ethan Bridge, unser dritter Torhüter. Und auf der Bank sitzen Louis Watch im Tor, Andy Taylor ist ja 2 Einsätze, Daniel French 5 Einsätze, aber der ist 42, also der braucht seine Schonung. Johnson Bellen, ein Einsatz für ihn. Connor Hill, 2 Einsätze. Motindo, ein Einsatz. Und Max Russell, ebenfalls ein Einsatz. Das sind alle Spieler, die eigentlich keine große Rolle spielen. Und ich denke auch nur in Ausnahmefällen drankommen. Johnson Bellen, der hat es aber gut gemacht, hat in seinem Spiel ja 2 Tore geschossen. Musste dann aber trotzdem wieder zurück auf die Bank. Nächster Gegner dann die Sillaby Rangers, die sind 18. So, das Taktik-Meeting. Es werden 15 Karten verkauft. Kann man noch eine Aufstellungsempfehlung, es bleibt so. Ja, ich bin mir noch keine Matchpläne gefunden, die ich runterladen kann.
Und wir spielen gegen den 16. müsste doch. Jawohl. Jawohl, sage ich schon. Verloren. Scheibenkleister. 2-0 verloren. Ach, das gibt's ja nicht. 55% Ballbesitz für uns. Boah. Das regt mich jetzt auf. Tabellenmäßig Platz 14. Eieieiei. Das gibt's doch nicht. Wehrt sich vergebens, ja. Das hilft mir alles nix. Okay, nix war's. Wir werden beim nächsten Spiel hoffentlich punkten gegen die Silibi Rangers. Die sind nämlich 18 da. Also, das war's. Folge Nummer 7. Passt auf euch auf, bleibt eurer Linie treu und passt auf euch noch mehr auf. Bis bald. Servus und bye bye.